Guten Morgen, liebe Freunde. Wir verlassen jetzt am dritten und letzten Tag auf dem Main-Dreieck unsere Bleibe in Ochsenfurt und fahren über Würzburg, Karlstadt zurück nach Gemünden. Ich wünsche euch trotz des bisschen Nebels heute Morgen viel Spaß auch auf diesem letzten Teil der Tour. Auf geht's! Für eine Fährüberfahrt mit der Nixe ist es noch zu früh. Alle warten auf die Sonne. Sommerhausen schläft noch. Wir verlassen Sommerhausen. Eine Freizeitarena am Fluss. Stand-up-Paddling etc. Nur nicht bei diesem Wetter und in dieser frühen Tageszeit. Es ist schon 9.30 Uhr und der Nebel will und will nicht verschwinden. Hier in Würzburg nach 3 Tagen sehe ich auf dem Main zum ersten Mal ein Frachtschiff fahren. Ich dachte schon, die hätten gestreikt wegen der hohen Dieselkosten. Dort oben irgendwo ist sie, die Festung Marienberg. Und so würde es aussehen, hätten wir den Nebel weggeblasen. Du, liebe Freunde, wir verlassen Würzburg, dass ich heute Morgen sowieso im Nebel versteckt und das wir schon öfters besichtigt und angesehen haben. Unser nächstes größeres Ziel ist Karlstadt. Auch dort werden wir ein kleines Päuschen in der Innenstadt machen. Und hoffentlich scheint bis dahin die Sonne. Das ist die alte Brücke, die hinüber nach Rettstadt führt. Wir nähern uns Himmelstadt und es wird immer heller. Es sieht aus, als wollte die Sonne doch noch durchkommen.
12 Uhr muss es werden, bis die Sonne rauskommt. So, liebe Freunde, hier an der Mündung der Wern in den Main schließt sich unser Main-Dreieck, unsere Tour auf dem Main-Dreieck oder um das Main-Dreieck. Wir fahren jetzt noch weiter, 5-6 Kilometer nach Gemünden, hoffen, dass unser Auto noch da ist und dass wir keinen Strafzettel bekommen. Denn ich glaube, der Parkplatz, wo es steht, war gebührenpflichtig. Also, bis dann am Fahrzeug. So, liebe Freunde, Gemünden ist erreicht. Etwa 200 Kilometer auf dem Main-Dreieck sind wir gefahren. Hat Spaß gemacht. Heute war es zwar etwas neblig, aber mittags um 12 kam die Sonne raus. Und den Weg kannten wir ja auch schon. So, ich wünsche euch viele schöne Radtouren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade. Vorher aber noch, wie gewohnt, die Streckenführung. Das Auto steht noch. Und ich sehe auch keinen Strafzettel. Glück gehabt.